Und willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Schlacht, in der letzten Folge haben wir eine epische Schlacht gegen Horden von Baratheon-Soldaten gewonnen. Ja, und wir haben sie zu viert oder zu fünft aufgehalten. Blutige Massen von zerstückelten Leichen liegen jetzt vor der Tür. Also alles ganz normal hier in Nerim, ja. Wir sollen mit Callisto sprechen und das tun wir jetzt auch. Nun. Dieser Kampf eben hat deutlich genug gezeigt, dass wir keine, absolut keine Zeit zu verlieren haben. Was getan werden muss, das müssen wir jetzt erledigen. Oder wir können die kümmerlichen Scherben unseres Scheiterns in Baratheons Folterkeller zusammenfegen. Wenn wir dann noch leben würden. Wir werden unsere Kräfte aufteilen. Kim geht zurück ins Mittelreich, um Sand in das Getriebe von Baratheons Herrschaft zu streuen. Wenn wir die Bauern vor der Stadt für unsere Sache gewinnen können, setzen wir ihn gewaltig unter Druck. Neben diesem Kümmelkreis von Kanzler ist es die Suche nach Narazul Arantial, worauf wir uns konzentrieren müssen. Dieser Aufgabe werden wir euch ab jetzt widmen. Also hört zu. Südlich von hier liegen die Ruinen der Stadt Treomar. Ja. Als Arantial sich auf den Krieg gegen die Götter vorbereitete, hielt er sich dort versteckt. Die Stadt gewährte ihm Unterschlupf. Als dann der Krieg begann und Arantial gefangen genommen wurde, machten die Götter die komplette Stadt dem Erdboden gleich, bloß um zu demonstrieren, was passiert, wenn man sich gegen sie stellt. Dieses Ereignis ist nur eine weitere ganz Bestätigung normaler dafür, Machtbeweis, dass die Ziele unseres Ordens gerechte Ziele oder über die sind. In Treomar gab es eine große Bibliothek unter der Erde. Wie es in alten, in ihr zerfallenen wurde alles Städten dokumentiert, so üblich ist. Was sich zu dieser Zeit im Land abspielte. Und ich bin mir sicher, dass es auch Vermerke zu Arantials Verbleib gibt, die noch verfasst wurden, bevor die Stadt zerstört wurde. Ich werde Treomar auf eurer Karte eintragen. Der Weg dorthin führt durch sehr gefährliches Terrain. Und das ihr ist seid es also wirklich? Besser auf der Hut. Der Eingang zur Bibliothek befindet sich irgendwo im Südosten der Stadt. Und nun macht euch auf. Ja, danke schön. Was Callisto macht, hat er uns natürlich nicht gesagt. Er hockt weiter hier rum, starrt seinen Globus an und liest leere Pergamente, ja. Dankeschön, Callisto. Ich mag dich auch nicht, du und deine kantigen Schatten. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Nee, das soll so bestimmt nicht sein. Aber egal. Jetzt werden wir schon wieder getrennt. Sehr schade, denkst du nicht auch? Ja, ich weine innerlich so. Man sieht's halt nur nicht. Ja, wir antworten trotzdem mal ja. Ich werde dich bestimmt vermissen. Wir sind ja nett, wir sind ja gentleman-like. Dass dir bloß nichts zustößt, hörst du? Komm bitte gesund wieder. Oh Mann. Dann müssen wir jetzt wohl los. Geh du ruhig schon vor. Ich muss noch mit Callisto besprechen, was genau ich da unten machen soll. Da stand gerade dieses Leb wohl und vergiss mich nicht, wurde nicht synchronisiert. Verstehe ich nicht ganz. Können wir dann durch... Ach, schade. Dieses Glas ist zu hart, da können unsere Pfeile leider nicht durch, auch wenn wir aus nächster Nähe draufhalten. Ja. So, ja, das Problem mit dem nächsten Abschnitt ist halt, dass ich nicht weiß, ob ich dafür überhaupt schon geeignet bin. Hier war irgendwo ein Geheimgang, das weiß ich noch. Auf jeden Fall weiß ich halt nicht genau, ob ich dafür geeignet bin. Deswegen werde ich, also ich werde schon hingehen und mal gucken, ob wie es aussieht. Die Lage auschecken, wie man hier so schön sagt. Und, ja. Wenn es funktioniert, dann gut. Wenn es nicht funktioniert, habe ich allerdings ein Problem und werde wieder ins Mittelreich zurückkehren müssen. Ja, müssen. Und mir dort einige Dungeon von innen angucken. Ja, wobei, ich muss gerade mal nochmal umdrehen. Mir ist nämlich was eingefallen. Also ich habe mal wieder das Changelog gelesen. Und ich glaube, da gibt es einen neuen Kopfgeldjäger-Auftrag. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Patch schon drauf habe oder diese Version. Und ob das vielleicht veraltet ist. Ich werde jetzt einfach mal gucken und mir hier irgendwo Teleportsteine kaufen. Oder einfach erstmal die Siedlung allgemein angucken, habe ich ja nicht gemacht. Ja, sie drischt mit dem Schwert auf Zielscheiben ein. Also die nehmen wir. Hallo? Sei froh, dass du uns nicht triffst, ey, ganz ehrlich.
Die haben hier irgendwie alle merkwürdige Probleme. Ah, hier wieder dieser Knoblauch. Dieser Knoblauch-Ritus. Also immer Knoblauch überall hinhängen. Es könnten ja Vampire kommen. Ich muss gerade mal überlegen, woher man nochmal Teleportruhen kriegt. Also eigentlich sind das ja immer so gemischte Warenhändler oder allgemein Warenhändler. Hier sind die alle sehr spezifisch, deswegen werde ich jetzt nochmal in dem Haupthaus nachsehen. Mal sehen, du siehst doch irgendwie spezifisch aus. Schaut euch um. Nein, leider nicht. Ah, ich muss auch mal gucken, wo ich den Teleportzauber herkriege. Wenn ihr halt. Ah, okay, der kann unsere Waffe wieder aufladen, das ist schon mal sehr gut. Oh ja, komm, mach auch noch Darius. Ich frage mich, warum man nicht alle gleichzeitig mit einem Button einfach hätte wieder aufladen können. Ich will kein. Ja, danke schön, du bist so. Wofür bist du eigentlich gut? Also ich habe dich noch nicht kämpfen sehen, du hast da so eine Flasche mit einem magischen Getränk, aber du willst sie nicht hergeben. Was machst du eigentlich hier? Okay, ich gucke mir dich mir halt so an, merke mir deinen Namen und wenn du nicht mitkämpfst, wenn wir hier irgendwann nochmal angegriffen werden, dann bist du gefeuert. Tut mir leid, aber in dieser Branche hier muss man so hart sein. Ja, es ist kein Zuckerschlecken als neuer Orden. Ach, warum nenne ich das immer neuer Orden, ey? Es ist irgendwie vom neuen Lager abgeleitet aus Gothic, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Orden hier ist kein hartes, kein leichtes Geschäft. Hier, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. So, bist du wenigstens, ne, die Robe sieht nicht schlecht aus, aber der Bart passt definitiv nicht zum Haaren. Aufladen haben wir ja nichts mehr, dann brauchen wir mal einen Zauber vielleicht. Teleport-Bergkloster, genau den. Dankeschön. Bis zum nächsten. Ah, wobei, der hat glaube ich auch Wiederherstellungszauber. Hier, komm, gib mal den her, ob wir den haben oder nicht, ist jetzt egal, wir haben genug Geld. Blitzheilung, komm, kannst du auch mal hergeben. Bis zum nächsten. Sucht euch in Ruhe was aus. Jetzt nochmal hier und ranzige Heiltränke kaufe ich nicht mehr. Hier nehmen wir ein bisschen davon mit und ein bisschen davon. Kann ja nicht schaden. Leider hat aber auch bis keine Teleportruhen. Dann müssen wir wieder dieses Haus verlassen und uns das nächste angucken. Illusionistenware. Könnte sein. Teleportieren ist ja auch nur eine Illusion. In Wirklichkeit verschiebt sich nicht. Teleportieren wir uns nicht. In Wirklichkeit verschiebt sich die Welt. Hallo. Ja. So erkläre ich mir das. Sucht euch in Ruhe was aus. Komm schon. Okay, die hat wieder Heiltränke. Nehmen wir mal wieder hier so Standard und einfach fein nehmen wir nicht mit, brauchen wir nicht, wir sind nicht so fein. Ne, alles nur unnützer Scheißdreck. Nein, auch. Ah, doch, bin ich blöd. Hier sind ein paar. Ah, okay, wir haben jetzt schon einiges an Geld ausgegeben. Wir müssen bald mal wieder irgendwie für Geld arbeiten. Arbeiten. Genau. Na gut, Unschuldige, die da metzeln und deren Geld nehmen, ist auch irgendwie Arbeit. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt aber erstmal, wie das jetzt mit diesem Kopfgeldjäger-Auftrag ist. Wieso haben wir jetzt genau 10? Okay, wir hatten scheinbar keine mehr. Wir gucken jetzt erstmal, wie das jetzt mit dem Kopfgeldjäger-Auftrag aussieht. Und teleportieren uns dafür jetzt mal nach Gilead. Warten, bis Baratheons Scheißfress aus dem Bild verschwindet. Mit seinem tollen Insignien-Ding, das ich in dem ganzen Spiel noch nicht gesehen habe. Außer im Ladescreen. Gut, dankeschön. Pferd brauchen wir nicht. Wir gehen einfach so. Springen hier rüber. Und gucken jetzt mal auf den Plan. Ja. Ob ich den Patch noch nicht drüber laufen lasse? Muss ich gerade mal kurz in dem Nein. Ne, okay, scheinbar nicht. Ich würde mal sagen, was machen wir denn jetzt? Also erstmal machen wir einen Quickload. Schon mal als erstes so als Vorbereitung. Im Anschluss daran werden wir Zugbrücke hochmachen, während wir draufstehen. Nein, geht leider nicht. Ja, was machen wir sonst noch? Keine Ahnung. Was wir jetzt als nächstes tun könnten. Wir könnten einerseits hier uns diese Adrak-Sache nochmal angucken. Triomal würde ich noch nicht machen. Gesucht haben wir schon. Das ist ja ein bisschen fehlerhaft. Artefakt aus der Vergangenheit.
Ja, es war einfacher, als ich es gemacht habe. Da war ich aber schon ein bisschen weiter, glaube ich. Wobei, eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, wir machen als nächstes hier Artefakt aus der Vergangenheit und gehen dafür nach Erotin. Ja, das alles in der nächsten Folge. Also Leute, macht's gut. Ciao. Oh Mann, ey, versaut mir einfach den Abgang. Ey, ich glaub's nicht. Scheiß unsichtbare Wand. Okay. Leute, ciao. Ey, das versaut mir hier echt den Abgang. Glaube ich nicht. Nee. Wir sind hier echt überall. Also das ist ganz schwach. So. Die Folge wird unfreiwillig etwas länger. Mein Fenster blinkt mal wieder. Ist mir jetzt egal. Wir springen jetzt runter. Also Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.